Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Zelda Ocarina of Time, immer noch im Geistertempel. Ich habe beim letzten Mal, oder wir haben beim letzten Mal hier die Karte gefunden. Jetzt will ich mich hier mal umschauen. Also, da oben ist noch eine Truhe. Hier haben wir wohl offenbar alles erledigt. Da ist noch eine Truhe. Da sind noch etliche Truhen und einige Wege und hier geht's noch lang. Gucken wir, dass wir vielleicht erstmal an diese Truhe da gelangen. Das heißt, ich müsste jetzt links. Links irgendwie hin. Und raus. Mal gucken. Höchstwahrscheinlich dann ja hier. Ah ja. Moment. Augenblick. Ich will mir mein Auge da mal auf die Leiste wieder packen. Oh, ach nee, die sind hier einfach. Oh. Na, hörst du mal? Hörst du mal? Kannst du mal? Oh, lol. So. So, die Truhe ist dort. Habe ich die einfach übersehen? Das ist ja wild. Und eine Skulltula muss ja auch noch irgendwo sein. Wartet mal. Aber wo? Ach so, das kann sein. Moment. Dass die da... Ja, okay. Ja, jetzt muss ich trotzdem da aufmachen. Mit einer Krabbelmine. Genau. Okay. Gut, das hätten wir. Dann weiter gucken. Also hier geht noch ein Weg entlang. Brauchte ich dafür den Schlüssel? Lasst mich mal sehen. Nee, da muss ich von irgendwo anders herkommen. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Wir sind, glaube ich, von oben rausgekommen, ne? Das heißt, wir müssten jetzt hier unten rein. Ist das richtig? Ne, wir müssen oben rein. Warte mal, sind wir von hier gekommen oder von wo? Ja, wir sind von hier gekommen. Das heißt, wir müssen oben rein, genau. Okay, Tür hatten wir ja eigentlich aufgemacht. Da ist noch eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Moment. Und ein Schalter.
Oh, das ist ja wild. Das ist ja wild. Okay, wartet. Na, Rubine, die wir nicht brauchen. Ah, Moment, der ist eingerostet. Dafür brauche ich meinen Hammerly. So. Mhm. Ah, okay, dann gehen wir doch erstmal da entlang. Wenn die Tür jetzt gerade aufgegangen ist. Aha. Ach. Hallo? Hätte ich den schieben müssen, den Block vor dem... Aber er hat ihn ja auch nicht angefasst, also... Er hat ja nicht mal probiert, ihn anzufassen, ne? Er ist ja... Naja, probieren wir nochmal irgendwann anders mit diesem Block da am Schloss. Irgendwas habe ich da offenbar falsch gemacht. Keine Ahnung, ob es nochmal eine Verstärkung für die Krafthandschuhe gibt. Nochmal ein Schalter. Okay. Kommt er wieder hoch? Ja. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Ah, verstehe. Okay, das ist quasi eine Abkürzung in den Raum. Ja. Alles klar, falls man doch mal nochmal neu reingehen muss, muss man nicht den ganzen Weg nochmal rumlaufen. Ist auch schön. Cool. Na gut. So. Dann also nochmal nach oben. Wo war das Ding da? So, und jetzt haben wir aber hier wirklich alles geholt, ne? Achso, wir haben ja... Doch, wir haben den Kompass schon. Also, nochmal gucken. Hier unten haben wir alles, da haben wir alles. Hier gehen wir jetzt entlang und da kommen wir noch hin, denke ich. Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Aber kriegen wir schon hin. Die Frage, kann ich die... Ach, ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Ich könnte es mal damit probieren. Oder ich mache einfach das. Ich probiere es einfach damit. Ich könnte ihn natürlich auch einfach stehen lassen, aber... Okay, dann... Dann lassen wir ihn stehen. Super. Wie kriege ich die am besten platt? Damit ja nicht. Und damit eigentlich auch nicht. Ich probiere es nochmal mit Pfeil und Bogen. Nee. Was war das nochmal? Der Feuerfuchs Anubis ist besonders anfällig für Feuer. Ja, dann machen wir doch einfach nochmal das. Hat es den jetzt auch getroffen? Ich würde es nochmal probieren, ob der einfach mehrere Schläge davon braucht. Nee. Irgendwie habe ich den doch vorhin betäubt. Wie habe ich das denn gemacht?
Karten. Ach, da sind noch zwei. Ach du lieber Himmel, okay. Dann brauche ich doch noch mal das. Gucken, ob das schon reicht. Für beide. Ja. Aber ich glaube, ich muss alle Gegner besiegen. Da ist ja noch einer. Hier. Moment. Anni, Quatsch, wartet. So vielleicht? Es könnte sein, dass da wieder so ein Block kommt. Und? Ja. Okay, wofür ist der aber gut, ist die Frage. Boah, ich sehe nichts. Vielleicht damit wir hier lesen können? Nee. Hm. Keine Ahnung. Ich brauche fix eine Bombe. Schnell. Ich kann es mal damit probieren, aber ich... hat ja super funktioniert. Geradeaus, wenn es geht, Link. Ja. Wundervoll. Und da kriege ich noch eine Bombe wieder. Und hier... ich hasse so schmale Wege. Verstehe. Na gut, ich glaube, in dem Raum haben wir alles erledigt, oder? Scheint mir so. Hier muss es aber zwei Wege geben. Wir sind da reingekommen. Moment. Wir sind dort reingekommen, das heißt... ah, okay, aber da ist kein... ich habe keinen Schlüssel dafür, genau. Mhm. Mal wieder ein paar Bomben sammeln, das ist gar nicht so schlecht. Noch einer. Oh. Ja, das wird uns nicht viel bringen. Oh Gott. Ja. So, der letzte wird dann der sein, der nicht sich bewegt. Ah, doch, okay. Hm. Gibt's hier einen unsichtbaren Block? Was wollte ich denn jetzt? Den Schild habe ich noch nicht. Wie genau soll ich das jetzt hier machen? Hm.
Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Ja, du Witzbold. Aber woanders kann ich ja gerade nicht lang. Die Tür da drüben geht erst auf, wenn ich den, ja, wahrscheinlich den Spiegelschild habe. Und da drüben kam ich nicht durch und einen Schlüssel habe ich nicht. Vielleicht muss ich dann doch einen dazu bringen, dass der hier drauf hüpft. Ja. Lauf. Lauf, Link. Ach, geschafft. Sehr gut. Okay. Okay, und hier gibt es zwei Truhen in dem... in dem Raum. Wie? Keine Ahnung. Ach du lieber Himmel, okay. Was haben wir hier wieder so einen? Ja, okay. Der war jetzt nicht so schwierig. Der ging eigentlich, ne? Ach, ja, genau. Den konnte ich nicht abwehren, so war das. Ach, bin ich doof oder so? Na komm. Ach, Ma. Ah, Scheiße. Oh. Verbraucht, immerhin. Okay, ich bräuchte... Hier waren noch irgendwo Herzen. Kann ich selber diese Säulen in die Luft sprengen oder mit dem Hammer kaputt schlagen? Wartet mal. Das würde ich gerne mal wissen wollen. Nee. Und mit einer Bombe... auch nicht. Schade. Nee.
Wo bin ich? Was bekommen wir denn da jetzt wohl? Der Spiegelschild reflektiert Licht oder Energie. Mit R setzt du ihn ein. Den werden wir direkt mal anlegen, das schicke Stück. Ein wunderschöner Schild. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir hier... Kann ich die ausschießen, die Fackeln vielleicht? Also... Wisst ihr, wie ich meine? Nee. Wie komme ich denn an die beiden Truhen hier ran? Oder sind die unsichtbar? Hatte ich, glaube ich, geguckt, oder? Ah, doch, sie sind unsichtbar. Ich habe sie einfach nur nicht gesehen, warum auch immer. Herzen nehme ich sehr gerne. Irgendwie hat es mein Auge wieder ausgemacht. Und noch mein Herz, okay. Na gut. Und dann geht's jetzt hier weiter. Ich lasse die mal stehen. So. Oh, schön auch, wie sie die Spiegelung an der Wand gemacht haben. Hier müsste jetzt ein kleiner Schlüssel drin sein. Ja. So, jetzt nochmal nachgucken. Wo fehlt uns denn jetzt noch was? Also, wir können noch in den einen Raum da rein. Da ist aber keine Truhe. Hier unten haben wir alles erledigt. Da wird wahrscheinlich eine Skulptur drin sein, nehme ich mal an. Hier oben, wie kommen wir da hin? Vielleicht dann über diesen Raum, mal gucken. Okay. Dann gehen wir dann jetzt in den Raum, wo der Schlüssel dazu gehört. Das wäre dort. Oh, sind die jetzt alle wieder da? Nee. Okay, wartet. Muss ich doch vielleicht noch mal hier die Krabbelminen ausrüsten. So. So ist es doch ein bisschen einfacher vielleicht. Wie... Ach du lieber Himmel, okay. Runter. Da oben ist noch irgendwas. Da kann ich dann anhalten. Okay. Alles klar. Aua! Nein. So.
Oh, wie gemein. Na komm. So, hier mach's wieder genauso. Nee. Ist eigentlich ganz gut mit den Krabbelminen, ne? So, was haben wir da? Da sind, glaube ich, nur ein paar Herzen, aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Ui. Och, doch, das war so dumm. Hätte ich die Herzen doch lieber gespart. Hoch. Okay. So, ich warte jetzt, bis die Wand zurückkommt. Und dann... Mein Gott, warum kletterst du denn so langsam, Junge? Ich werde hier noch sterben. Hätte ich doch die blöden Herzen einfach gelassen. Das war so doof. Naja. Bis zum Ende der Folge sind wir oben. Bestimmt. Jetzt, oh, ich dachte schon, der haut sich wieder die Füße weg. Ja, da kann ich auch einfach hier lang laufen. So, jetzt sind wir hier oben. In der letzten Etage, oder? Ja. Geradezu ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ich denke mal geradezu, das wird der Master Key sein. Gut, Leute, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich mache hier mal Pause, nicht, dass von oben wieder was kommt und mich weggrapscht. Das machen wir dann beim nächsten Mal, denn die Folge ist gleich schon wieder um. Wird heute halt mal 2 Minuten kürzer. Genau. Wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, hier bei Ocarina of Time. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.